Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit dem mittlerweile Achievement Run schneller als der Fuchs. In der letzten Folge haben wir das wird noch was Achievement abgeschlossen, indem wir als Graf Hasting zum König aufgestiegen sind. Und zwar mal schön direkt, mehr oder weniger fast über die komplette Bandbreite hinweg. Das einzige Problem, was wir haben wahnsinnig viele Söhne gezeugt. Das ist jetzt erstmal nicht weiter dramatisch. Da kommen wir schon mit klar. Unser Sohn hier ist ein super gebildeter, schlauer Mensch. Der wird schon damit umzugehen wissen. Er ist natürlich treuherzig, was jetzt nicht zwingend für ja, die Beanspruchung der Ländereien, aber er ist auch gierig und so weiter. Also er ist ein höchst interessanter Charakter. Er ist allerdings kein so mächtiger Krieger wie sein Vater. Und deswegen ist es schon nochmal entscheidend, dass wir hier, solange wir noch plündern können, das auch tun. Ja, das tut uns nämlich nicht weh, wenn wir hier auch mal unsere eigenen Quasi-Besitzungen für die Zukunft zumindest noch verheeren. Wir müssen halt dann nur versuchen, unserem Königreich noch so viel wie möglich einzuverleiben. Niemals sammelt die Truppen. Wo ist das? Hier unten. Okay, der geht gleich mal aufs Schiff, um was zu tun. Die Frage ist, wo segelt er hin? Dann wandert mal hier runter. Gut. Mit diesen Duellen, ihr braucht einen Lehrer. Gefällt ihr, ja. Wir haben geplünderte Beute abgeliefert. Und holen uns jetzt gleich erstmal den Bauernaufstand. Können dann Syrakus plündern, das ist vielleicht gar nicht so blöd. So sei es. Wir können seine Freilassungen verhandeln, Bekehrung, Rucke und so weiter. Da macht er auch nichts. Er kann dann nämlich für uns kämpfen gehen. Halt. Wunderbar. Für 10 Gold. Dich lasse ich mal. Wer ist er denn? Wir werden ihn hinrichten, haben ihn geopfert. Wir könnten nämlich hier jetzt auch weitere. Wir haben leichte Reiterei. Die werden wir uns holen. Und nochmal, wir haben Wigmanen und Bondi. Und wir werden die Huskarle einmal noch ausheben. Aber wir können das gar nicht. Ah, okay. Müssen wir noch ein bisschen warten. Da sind 3 Mitglieder drin. Okay, das sind alles auch, aber alles Bauern.
Mein Sohn, jetzt wird's aber langsam bunt hier. Hahaha. Vielleicht können wir zum Beispiel das hier. Uns noch dazu einverleiben. Verbündete hat er keine. Insofern können wir hier alle ausheben. Und wir ziehen natürlich auch direkt in den Kampf. Neapel könnte natürlich auch eine ziemlich krasse Entwicklung haben. 13, ja. Also Salerno und Neapel wären eigentlich so die gefühllos. Ja, das ist auch okay. Salerno ist bis jetzt... Nee, Neapel wäre sogar noch mehr... Ich glaube, Neapel ist so ziemlich das Krasseste, oder? 8. Na gut, Sizilien ist jetzt 12, Messina 8. 8. Und 10. Na, wir gucken mal. Können wir mittlerweile sie ersetzen? Ja, wir brauchen hier unbedingt zum Beispiel unser Sohn und Spielererbe kann das machen. Und der sollte doch hier auch gut vorankommen, oder? Einen neuen Reichsgoten. Die Tele konnten wir nicht weiter beeinflussen, das ist aber auch nicht mehr nötig. Wenn ich meinen Hauptkönigstitel dahin verlagere, das wäre natürlich so verkehrt nicht. Forderungen zwingen, wunderbar, so sei es. Geht das überhaupt? Neapel zum... Wir haben den schon mal verlegt. Okay. Ja gut, dann ist es wie es ist. Warum ist er jetzt neuer Spielererbe? Weil er als Reichsgode nicht erben kann, oder was? Prinz Egil? Das ist ja witzig, okay. Das ist mir auch neu. Der Ragnar ist jetzt scheinbar als Reichsgode aus dieser Erblinie rausgepurzelt. Oder wie darf ich das verstehen? Oder was ist mit ihm passiert? Weil so blöd war der ja eigentlich auch nicht als Erbe. Landlos am Hof von euch in Neapel.
Ha, das ist natürlich clever. Ja, gut, okay, dann, das wusste ich nicht. Haben wir wieder was dazugelernt. Er muss dann auf alle Fälle mal. Ist er ein Poet oder was ist er? Ja, natürlich ist er ein Poet und ein Zwilling dazu. Und er ist halt schon 12. So, wir lösen die Truppen mal auf. Und der hat jetzt aber schon mächtige Verbündete. Krieg erklären, Einfallen in Königreich. Ja, so viel haben wir halt nicht. Er hat natürlich auch zwei Verbündete. Oberhäuptling Kotschel von Balaton. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn unser Palermo hier unten tatsächlich das Königreich bleibt. Weil das haben wir jetzt auch fett ausgebaut. Können hier eigentlich direkt weitergehen, wenn wir Geld hätten. Dann lasst uns mal schauen. Wunderbare Neuigkeiten. Ihr habt Bürgermeister. Okay. Hammer. Hart. So, auch hier würde ich tatsächlich auf erbliche Eigenschaften setzen und was Schlaues wäre gut oder was noch Genialeres. Aber auch noch im richtigen Alter, würde ich sagen. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Wunderschön ist auch okay. Kerngesund. Wie ist er denn drauf? Er hat nichts dergleichen. Die hübsche Polen. Ich glaube, sie können es werden. Okay, das ist, so, wunderbar. Das hat uns wieder ein bisschen Geld eingebracht. Ausgezeichnet. Okay. Das ist der andere Zwilling, ne? Mal nach Alter sortieren. 12 und 8, das ist so weit ja auseinander nicht. Dann kriegt er die da. So, okay. Wir müssen tatsächlich noch eine Besitzung abgeben und könnten ja nachfolgetechnisch mal
Das ist natürlich hier ein großes Fass, was wir wahrscheinlich öffnen möchten, öffnen würden. Allerdings, pah, wenn wir natürlich gewinnen wollen, dann schaffen wir das nur mit ihm, ne? Weil er natürlich ein großartiger Kämpfer, das darf man nicht unterschätzen. Krieg erklären. 10.000, das ist der Hammer. Wir könnten natürlich. Naja, das machen wir nicht. Wir haben jetzt die zwei Zwillinge, ja, wie sagt man, verheiratet. Alle anderen werde ich dann natürlich meinem Sohn überlassen. Sehr gut. Wir müssten halt mal hier bei den Aufgeboten jetzt ein bisschen schneller vorankommen. Ich meine, wir haben nämlich 6.000, da könnte man schon noch mal einen kleinen Stance starten. Boah, Herrenhäuser, wow. Können wir das errichten? Ja. Wenn wir noch mal plündern gehen, vielleicht. Sollen wir einmal Rom plündern? Das wäre natürlich witzig. Ich weiß, das wird mein Tod sein, aber. Wir machen das, weil es Spaß macht und Kräfte weckt. Rückkehr aus der Variga Garde. Ja, willkommen daheim. Er ist natürlich jetzt schon in die Jahre gekommen und kommt mit einem Klumpbein zurück, der liebe Öva. Aber er ist ein Variga. Und weil er ein Klumpbein hat und trotzdem Variga ist, kann er natürlich immer noch satt kämpfen. Ich will, bin wegen der Kohle hier. Es geht ein wenig besser. Also er ist da echt zäh, muss ich ihm lassen. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Und jetzt plündern wir Rom. Oha. Dass gut geht. Es dauert schon etwas länger. Mich interessieren, haben die eine besondere Festungsstufe oder? Aber das ist schon fummelig. Haha, die haben eine 9er Festungsstufe. Wahrscheinlich so auch nicht noch mal. Starten.
Ja, geht. Mit Gott, aber geht. Ich habe es doch gewusst. Sie ist pervers. Sie ist eine Ungläubige. Naja, gut, dass wir nicht im Rollenspiel drin sind. Wollen wir das? Weiß es nicht. Gleich haben wir den kompletten Vatikan geplündert und all ihr Silber aus den Kirchen weggeholt. Der Fluch endet. König Charles starb. Wir sind ein 42er, ne? So, wir gehen jetzt zurück. Kommen mit noch mehr Kohle heim. Und lösen mal die Sachen hier wieder auf. Kontrolle ist absolut. Können wir noch nicht verbessern. Das aber schon. Aber hier könnten wir auch Herrenhäuser machen und das ist natürlich schon mächtig auch. Machen wir auch. Geben wir in Auftrag. Jetzt ist die große Frage, wollen wir Capua den Krieg erklären, Grafschaft erobern? Also ich glaube ja, wir würden das schaffen. Aber wenn wir das schaffen, gepanzertes Fußvolk, leichtes Fußvolk. Da ist natürlich schon einiges dabei und bei uns. Könnten es natürlich probieren. Im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, wir haben halt auch nur die Hälfte unserer Männer, ne? Und unser verdammter... Ja, der müsste doch da eigentlich richtig was ranschaffen. Jetzt geht es stetig nach oben. Bündnismacht. Keine größeren Bündnisse. Ist mir fast zu schade. Dann wird sie tatsächlich noch ein bisschen mit der Heirat warten. Ich glaube, sie wird es nicht stören.
Ja, gut. Kriegsführungswandel können wir auch freistalten. Lagungswaffe. Abschirmung. Nehmen wir das hier. Sohn und Vasall. Prinz Tolier Hainston. Unser Spielererbe auch, jawohl. Holt die Harpunen. Und wir können natürlich ein Haus von Kriegern, würde ich sagen, freischalten. Prestige und Ruhm durch Schlachten. Größtenteils gerecht. Wir nehmen das Haus von Kriegern. So. Können mal gucken, ob das direkt Auswirkungen hat. Ja, er hat jetzt 13. Das ist sehr schön. Tadelloser Haushalt. Moment mal, jetzt könnte doch vielleicht die Gelegenheit gekommen sein. Aufgebote. Wir werden versuchen, können wir eigentlich ihm hier theoretisch. Den Krieg erklären. Wir werden das machen. Und können wir gleichzeitig auch hier den Krieg erklären? Ja, das geht natürlich nicht, schade. Aber dann werden wir hier unten noch mal alles geben. Vielleicht unser letzter Krieg als König Hastern. Und das ist sicherlich dann etwas auch für die nächste Folge. Ihr lieben YouTube-Zuschauer, ja, ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut.